weine nicht um mich. Schicke lieber deine Tränen auf Wanderschaft. Sie führen direkt zu deinem Herzen. Dann lausche ihnen. Sie werden dir nichts anderes sagen, als dass du dein Leben feiern sollst. Denn jeder Tag ist wertvoll. Genieße die kleinen Freuden und mache sie zu etwas Besonderem. Der Wind pustete vor Freude eine meterhohe Wasserfontäne in die Luft. Ach Jan, dein Vater war ein besonderer Mensch. Nicht nur für dich, sondern auch für eine Robbe namens Jova. Die Worte des Windes hatten mein Inneres aufgewühlt. Ja, er hatte recht, so würde es mein Vater sehen. Die Worte des Windes waren, was ich gesucht hatte, um mit meiner Traurigkeit zu arbeiten, sich mit ihr auseinanderzusetzen und neuen Mut zu finden. Wind, ich kenne die Geschichte von Jova. Mein Vater hat sie mir oft erzählt. Nur eines wollte er mir nie erzählen. Ist sie ihrer Verletzung erlegen? Er sagte, irgendwann würde ich es herausfinden. Solange sollte ich sie in Erinnerung behalten, wie es meiner Vorstellung entsprach. Der Wind fing an zu lachen. Das bedeutete für seine Umgebung nichts Gutes. Das Meer brodelte und um mich herum blies es immer stärker. Aber umso deutlicher konnte ich verstehen, was mir der Wind sagte. Was war ein Vater doch für ein weiser Mensch? Dem kann ich nichts hinzufügen, sondern lasse jemand anderen zu Wort kommen. Nur eines mag vorab gesagt sein. Liebe überdauert Zeit und Raum. Liebe ist. Während er das sagte, wurde der Wind schwächer. Der Sturm nahm ab und ich konnte einen freien Blick auf das Meer werfen. Weit entfernt sah ich einen kleinen grauen Fleck im blauen Nass. Dieser schwamm zügig in Richtung Bucht. Kurz vor der Bucht konnte ich erkennen, was sich da zielsicher auf uns zubewegte. Es war eine kleine Robbe. Der Wind hielt sich merklich zurück, damit die Robbe sicher an die Bucht kommen konnte. Langsam und bedächtig robbte sie sich zu mir heran. Hallo Jan, mein Name ist Chrissy und ich bin die Tochter von Jova. Lächelnd blickte sie mich aus ihren Steckknopfaugen an. Ich habe viel von deinem Vater gehört. Meine Mutter hat ihm das Leben zu verdanken. Er muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Als mir der Wind flüsterte, dass dein Vater Tom die Reise über die Regenbogenbrücke angetreten hat, war es mir wichtig, dich zu treffen. Aber nicht nur für mich, sondern auch für meine Mutter, die leider vor 3 Jahren von uns gegangen ist. Sie hatte ein glückliches Leben, vor allem dank deines Vaters. Beide waren wie Geschwister im Geiste. Kurz bevor meine Mutter ging, flüsterte sie mir noch ins Ohr. Die Stille in unserem Herzen ist der Ursprung des Lebens. Aus ihrer Mitte entspringt ein Fluss. Das Leben beginnt zu fließen. Mal ist es weich, stromlinienförmig, stürmisch oder es ist wie ein Wasserfall. Aber eines ist konstant. Liebe bringt uns immer zum Ursprung zurück. Chrissy machte eine kurze Pause. Sie atmete tief durch, um dann nickend fortzufahren. Kurz bevor meine Mutter die Augen für immer schloss, umarmte sie mich innig und schaute mich tief und liebevoll an. Ihre Worte werde ich nie vergessen. Siehst du das glitzernde, sonnendurchflutete Meer? Hörst du, wie es spricht? Das ist die Musik deiner Seele, die Wellen an das Ufer rollen lässt. Genieße dabei die wärmenden Sonnenstrahlen. Sie trocknen deine verletzte Seele. Trauer und Schmerz verwandeln sich in Hoffnung und Mut.
Das Lied heißt, also das war jetzt ein Cover übrigens, falls es jemand nicht kennt, das ist von Pulver. Das nächste Lied heißt Bewusstsein und ist von mir, von uns, wie man es nennt. Einer wundersamen Reise geht weiter. Und wie ich schon vorhin erzählt hatte, das Leben ja irgendwo keinen Stillstand. Und wir müssen irgendwann lernen, damit umzugehen, geliebte Menschen von uns gehen zu lassen und trotzdem irgendwo weiter nach vorne zu schauen. Und es ist wie so ein Kreislauf. Es ist der Kreislauf des Lebens. Und da setzt eigentlich die wundersame Reise geht weiter an. Weil Tom ist gestorben. Die Geschichte erzählt das 25 Jahre weiter. Und er hat einen Sohn. Und der Sohn hat das gleiche Problem. Er ist völlig verzweifelt. Er konnte sich nicht verabschieden von seinem Vater. Und da beginnen wir jetzt mit der Geschichte von einer wundersamen Reise geht weiter. Und Engelbert, ich würde dich jetzt gerne nochmal bitten, dass du den kurzen Vers wieder von der wundersamen Reise geht weiter liest. Selbstverständlich. Das Leben ist ein Regenbogen. Leben, das in den hellsten, frohen Farben leuchten kann. Aber manchmal auch wieder ebenso schnell verschwindet, wie es gekommen ist. Und es wird für kurze Zeit dunkel. Doch immer wieder taucht es mit neuer Kraft auf. Auch in Farbkompositionen, die bisher noch nie gesehen wurden. Ja, ist natürlich schwierig, jetzt danach weiterzulesen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes, ne? So. Okay. Willst du nicht? Nein. Okay. Lange habe ich mir überlegt, ob ich es wagen könnte, die Geschichte meines Vaters noch ein wenig weiter zu erzählen. Längere Gespräche mit meiner Mutter Chrissy und meiner Freundin Steffi bestärkten mich, die folgenden Zeilen niederzuschreiben. Es sind meine Erinnerungen an den besten Vater, den sich ein Sohn wohl vorstellen kann. Eine tiefe Verbindung und Liebe, die über den Tod hinausgeht. Früher einmal glaubte man, wenn jemand stirbt, dass der Wind seine Seele in das Reich der Toten begleitet. Aber manchmal, nur manchmal,